Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute etwas vor, denn mir wurde schon oft die Frage gestellt: Hey Lucy, du bist ja jetzt Level 21. Hast du überhaupt noch zu Quests oder irgendwas zu tun in SSO? Und ja, was genau ich noch zu tun habe und ob ich noch Quests habe und welche, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja, genau, ich stehe hier in Jarlaheim. Ich weiß, ich habe noch, also es ist schon lange her, dass ich ein Video in Jarlaheim hier begonnen habe. Ja, ich habe noch Quests und ich habe auch schon oft erwähnt, dass ich mir die Starshine-Hose, die irgendwie jeder hat, nicht kaufen kann, weil ich den Ruf in Jarlaheim noch nicht habe. Und ja, und genau das ist es, was ich so in SSO mache, Rufquesten. Weil ich damals zu faul war, Ruf zu questen, muss ich es halt jetzt machen. Ja, aber wenigstens habe ich jetzt noch Beschäftigung, so. Einige sind Level 22, 23, ich kann ja gar nichts mehr machen. Ich habe halt wenigstens jetzt ein bisschen was zu tun. Ja, es kamen auch jetzt neue Quests rein, und zwar hier das mit seltsamer Sichtung und Pferde von Jorvik eisiges Rennen und einen Haufen Hecken, das ist von der Baroness Reitstrecke noch, da hatte ich noch keine Zeit, das zu machen. Aber hier das seltsame Sichtung ist eine neue Quest, die kann ich mir nachher später noch anschauen. Aber ja, wie ihr seht, ich habe einiges noch zu tun. Und ja, beginnen wir hier. Ich werde euch einfach so ein bisschen mitnehmen beim Rufquesten und euch das im Schnelldurchlauf mit Musik ein bisschen abspielen. Ja, basically, ich mache hier eigentlich die Quests von diesem Garvin schnell und ihr seht das Ganze in einem Schnelldurchlauf und wir sehen uns gleich wieder. Ja, so, das ist jetzt das, was ich hier gemacht habe. Und dann gibt es noch das Rennen unten, weil das gibt auch Jarlaheim-Ruf. Mehr habe ich jetzt auch nicht gefunden, was so Jarlaheim-Ruf gibt. Falls ihr noch etwas kennt, was für Jarlaheim Rufpunkte gibt, könnt ihr das mir ja gerne sagen. Weil, wie gesagt, Rufquests sind nicht so meins. Ich mache Rufquests nicht oft und ich habe mich mit Rufquests nicht wirklich auseinandergesetzt. Deswegen mache ich meistens nur das, von dem ich weiß, nämlich das Rennen hat auch Punkte für Jarlaheim und das mache ich dann auch immer gleich mit, wenn ich sowieso schon da bin. Genau. So viel zu Jarlaheim, dann gehe ich meistens weiter zur Goldspurfarm, denn ja, ich weiß, das klingt ein bisschen blöd, also bei der Sandfeldfarm habe ich schon den ganzen Ruf, aber bei der Goldspurfarm, ich weiß nicht, Goldspurfarm war immer sowas, was ich ausgelassen habe, weil, keine Ahnung, also das meiste vom Goldspurruf habe ich schon, aber mir fehlt noch der Ruf für das Rennen, für dieses, unter Anführungszeichen, Championat, wie es auch genannt wird. Und dann mache ich hier immer die Rufquests, weil ich will halt das Rennen schon irgendwie haben. Auch wenn ich hier nie leveln gehe. You know, just for the Rufpunkte, damit ich Level up komme. Mache ich hier meistens noch die Quests mit.
Ja. Genau. Und eben die Quest ist jetzt eh oben. Dann mache ich meistens oben noch die Rufquests. Das sind meistens zwei. Und dann mache ich noch die zwei Rennen, die hier sind. Die hier. Aber die Rennen mache ich jetzt nicht. Die mache ich dann offline, weil ich will euch ja schon so ein bisschen eher. Ich will ja nicht so jetzt levelmäßig unterwegs sein, sodass ich jetzt die ganzen Rennen mache. Ich möchte euch einfach zeigen, welche Rufquests ich noch habe. Ich will jetzt nicht so die ganzen Rennen hier durchgehen, weil ich glaube, die Rennen kennen alle. Und ja, deswegen mache ich jetzt hier noch Quests und ja. Und wie ihr seht, bin ich auch schon gleich bei Hälfte von Level 21, also auf dem Weg zu Level 22. Richtig nice. Es geht richtig schnell voran. Keine Ahnung, woher ich auf einmal so viele XP bekommen habe, aber ja, ich freue mich drüber natürlich. So, die Quest geht eigentlich eh beides relativ schnell. Genau, und um euch nochmal zu zeigen, also die beiden Rufquests, die ich jetzt hier gemacht habe, einmal in Jalaheim. Da haben wir einmal. Hier, schau dir das Grünthal-Championat an. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Und das andere ist das mit GED. Das ist das hier. Nee. Ach nee, das, was ich mache, stimmt. Das GED war was anderes. Ups, jetzt bin ich vorbeigeritten. GED, vergesst es mit dem GED-Ruf, bin ich schon fertig. Das, was hier in Jalaheim noch ist, ist das Catherines Tagebücher, also diese Schmetterlinge, die man einsammeln muss, diese Erinnerungen quasi. Das sind die, die ich noch machen muss, die hier in Jalaheim das Herz sind. Hä, wo ist dieses Ding? Bin ich blind? So. Ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht kriegen wir es hin, irgendeinen Ruf von den ganzen Sachen, die wir jetzt machen, fertig zu bekommen. Sicher bin ich mir nicht, aber we're gonna try and find out. Die nächste Rufquest, die wir haben, ist eh gleich hier unter der Goldspur Farm. Und das ist die, die ich am meisten hasse, nämlich das Angeln. Ich weiß nicht, Angeln ist so ein Ding. Ich mach das manchmal, weil keine Ahnung, ich möchte halt einfach Level 22 werden irgendwann. Ich finde, 21 ist so eine unschöne Zahl. Ich mag gerade Zahlen gerne, also ich mag, wenn da 2-2 ist, also 22. Deswegen mache ich meine Rufquests und deswegen gehört halt Angeln leider dazu. Und ja, wir haben es bis jetzt leider noch nicht geschafft. Die zwei Rennen mache ich später, vielleicht geht sich das aus, wir können mal nachschauen. Goldspur. Ich renne hier gerade irgendwie. Nee, das muss weiter oben sein. Normalerweise. Die Goldspurfamilie hier. Oh, es fällt wirklich nicht mehr viel Ruf. Wie ihr hier seht. Gut, ich mache das Rennen jetzt doch noch. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Friends. Wir haben die Rufquest hier. Ja, den höchstrangigen Ruf erhalten. Ich werde die Quest jedoch nicht jetzt machen. Ich werde die dann offline machen, weil das Rennen kennen die meisten und es ist, glaube ich, eben nur das Rennen. Wir gehen nämlich jetzt rüber zur nächsten Rufquest. Ich will jetzt das Video jetzt nicht zu lang machen. Ich habe keinen Plan mehr zeitmäßig, wie lange das Video schon geht. Ja, okay, das Video geht jetzt doch schon. Ja, eine Viertelstunde, aber mit den ganzen Vorspielen. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier weiter und dann. Genau. So, wir haben hier nämlich die Angelquest, die Rufquest, die heißt Legendärer Fisch, der Donnerlachs, bei Herr Pieke. Und ich habe tatsächlich halt zwei Angelquests leider. Einmal die hier und dann eben noch eine beim Fischerclub, beim Westkap Fischerdorf. Weiß ich nicht, warum zwei, fühle ich nicht, aber ist halt so, ne? Muss man machen. Gut. Warum auch immer ich mein Pferd so weit hinten abgestellt habe, wir hinterfragen es nicht und gehen jetzt einfach mal schnell angeln. Ach, ich hasse es.
Boah, ich schwöre, nach 10.000 Jahren haben wir das auch endlich geschafft. So, aber ich habe noch eine Angelquest für heute und das freut mich ganz und gar nicht. Ja. Never mind. Begeben jetzt das hier schnell ab. Ich glaube, ich habe es mit dem Ruf nicht geschafft. Mal schauen. Ja, oh mein Gott, ich habe es geschafft. What? What? Oh mein Gott, what is happening here? Okay, ich habe anscheinend eine neue Quest. Was habe ich hier angenommen? Ich habe einfach angenommen geklickt. Einen Donnerlachs muss ich fangen. Ja, ist klar. Okay. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Rufquest. Und zwar im Westkap Fischerdorf. Ja, ich war gerade überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass wir in dem Video mit so vielen Rufquests fertig werden. Ich wollte einfach das Video aufnehmen und habe halt nicht bedacht, dass ich mit einigen Rufquests halt schon so weit bin. Deswegen, ja, war ich gerade ein bisschen überrascht. So, wo müssen wir den fangen? Hier. Okay. Ja, ich werde da, glaube ich, gleich hinreiten. Ist eh nicht weit weg. Deswegen reiten wir dort gleich hin. Ich kann euch dann noch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, ich habe noch eine Rufquest oder zwei, die ich euch zeigen kann. Also wirklich, was ich machen muss. Und die anderen, die sind eigentlich eh uninteressant. Zum Beispiel das mit Fahrer habe ich noch. Also mit diesen Kräutersachen machen da, you know. Also wo man dieses. Ja, das, diese gesammelten Sachen umwandelt. Oh, shit. Ja, und das war's dann halt ziemlich so. Ich habe noch dieses Erinnerungen sammeln, weil ich, keine Ahnung, irgendwie bockt's mich, das nie fertig zu machen. Und das sind wir auch schon zum Fische fangen. Ja, dann habe ich noch das Token sammeln. Weil das bockt's mich auch. Ich weiß nicht, so dieses Token Erinnerungen sammeln, das ist mir viel zu aufwendig. Und habe ich das Spinnen sammeln? Ich glaube, ich habe das Spinnen sammeln noch zu machen. Ja, ich habe Spinnen sammeln noch fertig zu machen. Ja, wie gesagt, sowas zu diese Sammelsachen, wo man zu 10.000 verschiedenen Orten hin muss. So, ich habe einfach nicht Bock drauf. Aber in den Sommerferien habe ich halt oft am Abend Zeit, so SSO und chillen mit Freunden im Discord. Und da in den Sommerferien werde ich sicher irgendwann mal Zeit finden, dass ich die ganzen Sachen angehe mit diesen Token und so. Ja, ich meine, es gibt ja eh genug Quests schon, die Quests-Videos, die verraten, wo die ganzen Sachen sind. Also muss ich die nicht mal selber suchen, aber hinreiten ist halt, ja, ein bisschen boring, aber egal. Joa. So, das ging jetzt diesmal ein bisschen schneller. Wie gesagt, zu zwei Rufquests, die ich noch zu machen habe, zu denen können wir jetzt noch hin. Also jetzt danach, wenn ich zurückgeritten bin. Weil da muss man auch wirklich was tun. Da kann ich es euch nochmal zeigen. Mal schauen, ob die ab. Ja, genau. Ich dachte, man kann da durchreiten. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob die Abkürzung jetzt hinhaut. Natürlich nicht. Bin die Abkürzung früher immer geritten, aber sie klappt nicht immer. Jetzt. Yes. So. Whatever, warum das da zu laut ist. So, nehme ich die nächste Rufquest, die wir haben. Ich habe auch die noch mit Maya, also die mit diesem, mit Maya und, warte, wie heißt die? Hier unten irgendwo. Hier Token, Spinnen, Erinnerungen. Wo war das mit Maya? Nee. Hier, Maya. Ein kurzes Wiedersehen der Dews, die Unglücksrampfarm. Genau. Das habe ich auch noch so. Hier haben wir den Ruf noch nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zur vorletzten Rufquest. Bei der letzten kann ich auch nicht wirklich viel machen, außer mal vorbeizuschauen. Und ja. So. Nämlich die letzte Rufquest ist die, die mich am meisten nervt, weil ich dort nie hinkomme. Und zwar bei New Hillcrest. Ich meine, ich mag New Hillcrest. Ich mag
generell ist so die ganze New Hillcrest Stadt und so, you know. Aber ich komme nicht oft nach New Hillcrest, weil meistens, wenn ich eben Rufqueste, dann mache ich das eben, wie gerade gezeigt, bei der Goldspur Farm. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr machen, weil ich Gott sei Dank gerade vorhin eben mit dem fertig geworden bin. Und das mit dem Einsammeln mache ich danach noch schnell. Also offline, off Video, keine Ahnung. Deswegen, ich komme meistens nicht nach New Hillcrest, weil ich das voll vergesse, dass ich da auch noch was zu machen habe. Aber ja, heute mal nicht. Weil gestern mache ich Rufquest und da habe ich es vergessen. Wir haben sogar drei Sachen zu machen. Ach nee, das Backen. Ich hasse das. I hate it, aber machen wir es schnell. Es geht schon. Let's go. Oh, ich bin fertig. Dieses Backen ist wirklich so ein Ding, was ich so unnötig finde. Aber, ja, never mind. Geschafft. Haben wir noch das mit einem nicht allzu entfernter Ort? Ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ist akzeptabel. Du kommst näher. Es ist schon mal gut, wenn die Person hier ist, weil ich hatte schon mal eine Person in New Hillcrest und das war ein bisschen stressig dann. Also in New Hillcrest im Mondsicheldorf. Und da mal drauf zu kommen, dass die Person. Gehst den falschen Weg, ja, I know. Aber da mal drauf zu kommen, dass die Person im Mondsicheldorf ist, war halt auch. Ja. Nicht so easy, weil halt immer gestanden ist, ja, du gehst falschen Weg, es wird kälter. Also da habe ich mich schon gefragt, so, yo, what's happening? Oh, we did it already. Ah, hier ist sie. Ich wollte gerade fragen, ja, und wo ist die? Hier. There you go, girl. Ich habe jetzt da hinten noch was ausgelassen, habe ich gerade gesehen. Der Weg des Lehrlings, das ist das mit Fahrer. Ansonsten habe ich euch alles gezeigt, außer eben das hier, Archäologie in Epona. Das habe ich jetzt nämlich noch. Ich habe heute nämlich mal alles eingepackt, was ich so gesammelt habe im Dino-Dorf und schau mal, ob irgendwas davon schon reicht und wenn nicht, wie viel ich noch brauche. Weil ich habe die eigentlich immer im Schrank und heute habe ich die mal alle rausgesammelt, die Sachen. Um eben zu gucken, ob ich davon was umtauschen schon kann oder halt nicht, ob ich noch weiter suchen muss und ja, und dann als letztes mache ich noch das hier. Ich renne gerade schon wieder den falschen Weg. Damn. So. Schauen wir mal. Da fehlt mir noch ein Schädel. Ah nee. Hier doch ein Schädel. Und das hier, großer Knochen. Okay. Kann ich überhaupt was umtauschen? I don't know. Da fehlt mir alles. Fast. Da fehlt mir alles. Fehlt mir auch alles. Boah, stressige Sache. Oh, gar kein Bock. Ich dachte, ich bin jetzt so fertig, aber ich habe halt echt nicht viel. Ich komme halt fast nie ins Dino-Dorf. Ja, ich würde sagen, wir fahren da jetzt noch schnell hin und machen das hier. Schnell fertig und ja. Euch am besten zur Reitarena. Yes. Wie viel von diesen Donnerlachsen muss ich angeln? Ich hasse Angeln. Ich bin da immer. Entweder ich bin perfekt und dann steht gut gefischt, aber Fische sind entkommen. Oder ich bin zu langsam. Oder ich bin zu schnell. Okay, ja, gut, das sind alle drei. Ja, aber meistens bin ich halt zu schnell. Oh, I did it already. Okay, das war. Okay, gut, das war eigentlich einfacher, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich muss da jetzt alle von den markierten Plätzen abrennen, weil ich was einsammeln muss. Okay, gut. Ja, heute mal ein längeres Video. Ich habe gerade gesehen, die Aufnahme geht schon 30 Minuten. Ich weiß noch nicht, auf wie viel ich das runterkürze, weil wie gesagt, will ich ja das meiste kürzen, was ich, die ganzen Rennen, die ich gemacht habe und so, die kürze ich einfach. Also ja, heute mal ein bisschen ein längeres Video. Aber euch gefällt das eh, wenn ich mal ein bisschen länger laber und mal wieder Zeit habe, Videos zu machen. Weil jetzt Arbeitenzeit, Klausurenphase war ja stressig, da konnte ich nie wirklich was aufnehmen. Deswegen wahrscheinlich freut ihr euch eh, wenn mal wieder mehr Videos von mir kommen und auch mal längere Videos. Ja. So. Sehr gut. Ja, meine Friends, an dieser Stelle würde ich nämlich auch das Video beenden. Das Video geht nämlich jetzt schon etwas länger. Ich sag. Also ja, bevor
Ich habe natürlich noch eben dieses Token sammeln und Erinnerungen. Das werde ich eben dann machen in den Sommerferien, wenn nicht mehr so viel in der Schule zu tun ist, you know. Weil da habe ich wirklich Zeit, mich ranzusetzen und die ganzen Sachen zu sammeln und suchen. Und jetzt inzwischen mache ich halt nu eben nur diese Rufquests, die ich mit euch jetzt durchgegangen bin. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!